Okay, Leute, hier im Kaufhaus ist ja die eine Frau, die wollte einen Amphira von uns sehen. Und das habe ich schon gemacht aus Versehen, ohne die, bevor die Aufnahme quasi on war oder lief. Ja, sagen wir es mal so. Und die gibt einen an 10.000 Poké-Dollar. Das kann ich euch also nicht mehr zeigen, aber ich erwähne es an der Stelle einfach. Ich habe jetzt schon gespeichert, das ist blöd, ne? Tut mir leid. Kann ich euch nicht mehr zeigen. Aber ich hab's euch gesagt und das passt ja dann auch, ne? Wenn ihr einen Amphira habt, gibt die euch 10.000 Dollar. So, dann haben wir beim letzten Mal eine Kumu-Milch bekommen. Und die geben wir jetzt der Frau mit ihrem Gufa. Und das war nicht hier, Rip. Das war im Malasada-Laden. Die hatte ja irgendwie eine Show. Will, dass Goofa das Maskottchen wird und braucht eine Kumu-Milch. Hier die. Wir singen weiter, bis Goofa das neue Maskottchen des Ladens ist. Kumu-Milch, Kumu-Milch. Hätten wir eine Flasche Kumu-Milch, könnten Goofa und ich ein Mystu-Malasada zubereiten. Hast du eine Flasche? Ja. Kumu-Milch, Kumu-Milch. Damit können Kufa und ich einen leckeren Mystu-Malasada zubereiten. Bitte warte einen Augenblick. Ich warte. So, hier ist es. Maxi-Malasada. Wenn du einen Mystu-Malasada willst, musst du ihn dir schon selbst kaufen. Was? Alles klar. Gut. Ich hatte gerade eine Eingebung. Unsere Aufgabe sollte es nicht sein, Goofa zum neuen Maskottchen dieses Ladens zu machen. Nein, wir sind zu höherem bestimmt. Stattdessen sollten wir die köstlichen Kunden von den Mystu-Malasadas in die Welt hinaustragen. Los geht's! Was ist nur mit der Falsch? Na endlich! Dieses Magenkrempeln ist mir langsam selbst auf den Magen geschlagen. Yay, endlich ist sie weg. Wuhu. Sehr schön. Wir sind sie los. Okay, ja gut, das ist halt wieder so ein Event. Braucht keiner, aber kann man mal mitnehmen, ne? Gut, dann gehen wir mal kurz zum... Ja, gehen wir mal hier hin. Zum Strand von oder Meer von Mele Mele möchte ich, weil da gibt es ja eine Stelle. Wo geht man jetzt am dümmsten lang? Hier. Da gibt es ja eine Stelle, wo man nochmal in eine Höhle mit Torhaido könnte. Das können wir ja jetzt mal machen, weil wir haben ja jetzt Torhaido. Lasst uns das mal anschauen. Und dann gibt es ja am Strand noch eine. Am Mantaks-Strand. Allerdings braucht man da wohl noch Machomai. Machomai fehlt noch, das heißt, ich brauche euch das jetzt noch nicht zeigen. Aber diese eine können wir auf jeden Fall schon mal machen. Geht ja auch ganz schnell, würde ich mal behaupten. So, stellen wir uns mal so weit hinter, wie es geht. Und holen Torhaido raus. Das muss hier irgendwo gleich gewesen sein. Hier war es nicht. Wo war denn das jetzt? Karte. Kommt das jetzt noch? Ah ja, tatsächlich hier. Hier ist es. Okay, hier sind wir. Tenkara-Hügel. Das zählt zum Tenkara-Hügel. Okay. Ja, krass. Ja, hier ist es schon. Als ob. Als ob das jetzt noch passiert. Ein Zubat. Ich wollte gerade A drücken, Mann. Alles klar. Zubat. Weißt du Bescheid? Level 11. Kannst du knicken, ey. Du hättest ja jetzt mal shiny sein können. Das wäre lustig. So. TM64. Explosion liegt hier rum. Cool. Das war's. Ja.
Das war alles. Okay. Was? Wir können hier nicht wegfliegen. Was ist denn da los? Ja, dann halt schnell wieder raus. Okay, eine TM mehr. Ja, dann machen wir jetzt ganz normal weiter. Ist wieder ein bisschen was nachgeholt. Mache ich ja immer gerne, ne? So, hier sind wir stehen geblieben. Wir müssen jetzt zum Blumenmeer. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zu Team Sky. Okay. Action! Genau, Route 16 sind wir. Ja, ab hier geht's weiter. So, du fragst dich bestimmt, was ein Golfer mitten eines Blumenmeers macht. Tja, wenn du dieses Rätsel lösen willst, musst du alle Trainer hier besiegen. Okay, wenn ich alle Trainer besiegt habe, geht's da weiter. Da ist Fabian. Das ist neu. Ach, wenn das nicht Mulai ist. Wohin des Weges, wenn ich fragen darf? Zu Team Skull. Team Skull? Du willst also nach Puu, wo diese Rüpel herumlungern? Diese unmöglichen Taugenichtse? Sie haben nichts Besseres zu tun, als Pokémon übel mitzuspielen. Wenn ich nur wüsste, wie diese Lumpen unter Kontrolle zu bringen sind. Ich hingegen, ich suche persönlich alle Teile Alolas auf, um nach dem Wohlergehen der Pokémon zu sehen. Auch über das Problem mit Necrozma zerbreche ich mir ganz allein den Kopf. Findest du nicht auch, dass jemand wie ich, der so viel Engagement zeigt, sich perfekt als Präsident eignen würde? Was seh ich da, ein Kind? Ich meine, ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich damit sagen will. Wie dem auch sei, ich kann dir nur raten, Team Skull aus dem Weg zu gehen. Yay. Naja, die können ruhig ein bisschen auf die Fresse kriegen. Das ist nicht schlimm. So. Wo fangen wir denn jetzt an, Leute? Das ist immer so eine Sache. Fangen wir doch hier in der Mitte an. Da ist ein Item, da ist ein Trainer und da ist auch noch irgendwas. Ja, machen wir das. Also, die Tänzerin Nadine. Und irgendwo ist bestimmt auch noch ein Sticker. Mit dem Fluett. Yay, cool, hab ich auch. Letztens erst entwickelt. Muss ich aber noch mal... Oh, 36, ey, scheiße. Okay, machen wir mal Pflücker, mal sehen, was das abzieht. Wobei, warum wundere ich mich bei 36? Wir sind 39. Ich habe immer noch so im Kopf, dass wir irgendwie im 20er-Bereich sind. Aber das stimmt gar nicht, wir sind schon viel weiter. 36 ist vollkommen okay. Ja. Alles easy. Und es war ja nur ein Pokémon. Von daher, passt. So, ein Wiederball. Oh, das ist cool. Wiederbälle fetzen und machen keinen Krach. So, und roter Nektar. Jawohl, den gibt's hier auch noch. Koriogel gibt's hier sicher in der Wiese. Oh, dich habe ich glaube auch schon gefangen. Ah, da können wir jetzt nicht sehr effektiv angreifen. Obwohl, eigentlich ja schon mit Pflücker. Ja, dann mache ich's mal. In der Hoffnung, dass es ein Level Up gibt. Gibt wirklich Level Up. Level 40 für Arboretus. Yay. Sehr schön. Nein, du entwickelst dich nicht. Weil das darf ich noch 60 Mal abbrechen. Yeah. Nein, ich gebe ihm keinen Ewigstein. Es trägt ja einen Evoliten. So. Dann wechseln wir mal auf Wolverock. So, weiter geht's. Mit der da. Die gute Elge. Mit ihrem Flammiau. Ja, ist diesmal eine andere, ne? Die Patricia ist es jetzt. Mit dem Kurtel. Ja. Passt ja, passt ja. Okay, Dürre.
Okay, was machen wir da? Machen wir erstmal Steinhagel. Oh, das ist ja ganz in Ordnung, der Damage. Und er schreckt zurück. Sehr schön. Treffen wir nochmal. Yes. Wir treffen eigentlich immer, ne? Ist voll gut. Hat die auch nur ein Pokémon? Nein. Okay. Uah. Dich mag ich jetzt nicht so, ne? Aber was soll's? Wieder Steinhagel. Das gleiche. Er macht Energieball. Da, 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 da. Treff bitte. Yes. Und da geht sie down. Auch Level 40. Das geht aber rucki-zucki, ey. Du willst Knirscher lernen. Bei irgendein anderes Pokémon von mir kann schon Knirscher. Und ich will nicht jeden irgendwie diese Unlichtattacken geben. Deswegen lassen wir es mal weg. Okay. Ah, da hinten ist ein Sticker. Wie komme ich denn da ran? Einfach angeln. Ja. Okay, nice. Das ist die Nummer 68. 32 noch. Oh, das ist schon noch viel. Wenn man bedenkt, wir sind fast fertig mit Insel 3. Fehlt doch noch ein bisschen was, du. Naja. So, da ist noch eine. Linda. Nur Frauen hier, ne? Nur Frauen hier. Und der eine Golfer, der muss doch glücklich sein. So, wir haben hier einen Sneebel. Oh, fuck. Da, 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 da. Zweimal getroffen, okay. Ah, kein One-Hit-Trip. Ach, du konntest Knirscher, genau. Dunarion kann Knirscher. Ja, das passt dann auch. Ein Glück hat die das noch nicht entwickelt. So. Auch Level 40. Läuft. Koalelu. Dann würde ich sagen, dann nehmen wir mal unseren Pedo raus. Der schafft das auf jeden Fall. Dauerschlaf. Ja, würde ich auch gern machen, ne? Bumm. Läuft bei uns. Okay. Flamara, du bist dran. Nehmen wir das Item hier mit. Ja, geht nicht. Ach, das ist da unten. Ach so. Aber hier ist das. X-Spezialverteidigung. Alles klar. Sah für mich so aus, als wäre das. Bist du auch noch eine Trainerin? Hallihallo, Mulai. Ich bin's, Maggie. Ach, du bist die. Wärst du wieder für einen Kampf zu haben? Klar. Ich weiß zwar nicht, ob du da jetzt noch reinzählst. Ich glaube nicht, ne? Aber du bist ja die, die auf jeder Insel mal auftaucht. Ja, dann Attacke, ne? Zeig mir deinen Choreogel. Welches hast du denn jetzt? Hast du jetzt. Ich weiß nicht. Geist? Eigentlich ja Feuer. Ja, Feuer. Okay. Ja, und ich hab Flamara vorne, yay. Okay. 36 auch. Ja, nehmen wir mal einen Biss, mal sehen, was passiert. Vielleicht schreckt es ja zurück. Mal dreimal die Schelle gekriegt. Und? Ne, schreckt nicht zurück. Dann brauche ich drei Hits. Okay. Ja, das schaffen wir schon.
Ah, okay. Wenn sie Ruheort macht, wird's eklig. Mit Ruheort ist natürlich blöd. Vielleicht wechsle ich auch auf Mantax. Ja, komm, wir wechseln mal auf Mantax. Das erspart den Ärger. Go! Düt, düt. Hör auf, mich zu schlagen, Mann. So, Aquarelle, go. Nochmal. Mantax ist zu langsam. Jetzt aber. Okay, sehr schön. Und auch Mantax Level 40. Sehr schön. So, dann fehlt die ja nur noch auf einer Insel quasi, ne? Du bist ja richtig gut. Dieser Kampf war so leidenschaftlich, dass es mir gelungen ist, die Essenz des Flamenco-Stils zu erfassen. Flamenco? Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Auf Wiedersehen. Jo, tschüss. So, nochmal roter Nektar. Und ein wildes Pokémon. Komm schon, Ariados. Nee, nicht ganz. Siehst du, die hätte man hier auch fangen können. Ich meine, es ja gar nicht entwickeln müssen. Andererseits, so habe ich. Naja, so habe ich einen Ball gespart, passt. Level 33. Okay. Was ist hier? Ein Zitterorb. Oh, die nehme ich gerne. Da brauche ich nämlich bald ganz viele. Die kosten zwar nur 300 Poké-Dollar, aber ja. Ich brauche da ja nicht nur einen. Ich werde ja viel essen. Halt alles, ne? Mit der Zeit halt alles, was noch fehlt, so. Oh, da lebt noch Scheiße. Und er ruft Hilfe, please. Mach das nicht. Er kriegt Hilfe. Als ob du jetzt Hilfe kriegst, ne? So, Level 40. So, beim zweiten werde ich aber fliehen. Außer, naja, welches Level hast du? 34. Ah, könnte man one-hitten. Könnte man one-hitten. Ah, es geht daneben. Mobbing. Gut. Dann passt es. Okay, weiteren Sticker habe ich jetzt nicht gesehen. Rotom penne nicht ein. So, da war man ja schon, ne? Ich glaube, das war alles. Gut, man kann noch ein Foto machen. Das möchte ich aber nicht. So, haben wir alle. Ja, wir haben alle besiegt. Dann lass uns kämpfen, Junge. Der Harry Potter. Das ist also aus dem Harry geworden. Hariyama, ach du Scheiße. Okay. Kampf gegen Kampf. Er macht Mogli, das gefällt mir nicht. Und er brennt. Boom. Hat meine Überreste geklaut. Irgendwie klaut mir immer jeder die Überreste, ne? Ist krass. Oh, nur zweimal. Boah, fuck. So, tschüss.
Der hat wie heißt das? So, auch Level 40. Alle 40. Ein Simsala hat er noch, genau. Na. Er hat ein Simsala. So, machen wir das Beste draus. Nicht mal shiny. So, Trickbetrug. Shit, er lebt noch. Ja, jetzt brenne ich deswegen, weil er die Items getauscht hat. Oh Mann. Stimmt, ich hätte auch mit Käfer angreifen können. Ich hätte nicht mal Knoscher nehmen müssen. Fuck, dann hätte ich ihn bestimmt gewonnen hättet. Ah, das war also dumm. Naja, egal. Ne? So, jetzt kriegen wir ein Heißorb. Nice, vielen Dank. Okay, weiter. Was ist denn hier noch? Eine Wiese. Dieser Tempel ist total verfallen. Jo, hier ist ein Tempel, da ist später noch ein Event. Und, also ich hoffe es mal. In Sonne, Mond war das so. Und zum jetzigen Zeitpunkt kann man hier eigentlich nichts machen. Außer irgendwo, glaube ich, eine TM finden. Und die würde ich einfach direkt mitnehmen, würde ich mal behaupten. Ich glaube, das war sogar irgendwas Gutes. Psychoschock. Ja, doch, das ist in der Tat gut. Das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja, und dahinter brauchen wir nicht, weil da kommt dann das Event. Da gehen wir eh noch hin. Aber nicht jetzt. Weil das geht jetzt noch nicht. Ich hoffe, das geht noch, weil ich brauche das Pokémon, was man da kriegt. Den Dex. Weil genau das fehlt mir. Was eigentlich ziemlich unlogisch ist, mein Dex müsste den Eintrag haben. Naja, egal. So, was geht hier? Route 17. Ich bin ja eigentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von Team Skull macht mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Ja, weil die alle scheiße sind. Ist schon klar. Da habe ich einen Sticker gesehen. Ist da auch einer? Da am Sofa, was ist das? Nee, aber da hinten ist einer. Wie krieg ich denn den? Also. Ja, hier ist alles voll mit Mauzis. 69 haben wir jetzt. Ah, das ist eine Futterschale. Das sehe ich jetzt erst. Okay. Sah so aus wie ein Sticker. Von Weitem. So, dann ist hier noch einer, die 70. Wir können wieder was resetten. Heinrich ruft an. Hallo, ich bin's, der Heinrich. Sieht so aus, als hättest du ein paar Asher-Sticker gesammelt. Du solltest mal am Strand vorbei. Jojo, kann ich machen. Heinrich, Junge. So, Items. Hier ist nix in der Wiese? Nö, okay. Zurokex. Irgendwie ein Pokémon, was ich nicht mag. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Entwicklung feiern viele. Ich finde die jetzt nicht so. Ne? Finde die jetzt nicht so krass, ehrlich gesagt. Aber es gibt Schlimmeres. Es gibt definitiv Schlimmeres. Ah, hier ist was. Nur wo? Da. Ein X-Angriff. Yay. Ich glaube, hier muss man auch öfter lang. Hier gibt es nämlich ein paar Items. So,
So, einmal eine Limo. Geil. So, wie war das? Lasst mich mal kurz schauen. Nee, also hier ist nichts. Ist hier oben? Ah, da hinten. Okay. Ein Hyperheiler. Ich glaube, wir müssen hier öfter runterspringen, weil hier gibt es mehrere Wege. Irgendwas war da mal. Ibitak ist schlecht. Wenn mein Eishieb nicht trifft, bin ich tot. Das ist ganz schlecht. Okay, er greift nicht an, das ist gut. Wir wären langsamer. Puh, nochmal gerettet. Pedo. Sehr schön. Okay. So, dann hüpf mal. Ich gehe mal nach links. Ah, selbst da gibt es schon verschiedene Wege. Okay, der war schon mal richtig, der Weg. Da liegt eine TM rum und ein Trainer ist da. Also Team Sky mit Glied. Er hat Glied gesagt. Ich nehme alles mit heute. Ich will leveln. Tut mir die Augen weh, ne? Steinhagel! Hä, hat man das nicht schon? Ne, das war Felsgrab, okay. Naja, fällt mir auch gerade ein. So, jetzt sind wir wieder unten, oder was? Jo. Okay, dann wieder hoch. Hä, wo bin ich denn jetzt? Oh, bin ich hier? Gut, dann müssen wir den mitnehmen. Gut. Dracula, oder was auch immer er sagt. Ich verstehe das nie. Team Skull Rübel am Start. Was hast du? Ihr habt immer noch Radfratz. Boah, seid ihr scheiße. Warum? Habt ihr mal auf den Tacho geguckt? 36er Radfratz. Der kifft doch. So. Gut, ich habe auch nur einen Arboretos, aber das hat sich wenigstens einmal entwickelt. Und ein Apollo. Da muss ich wechseln, den kann ich nicht angreifen. Dunarion brennt ja noch. Scheiße, warum brennt denn der? Ist nicht gut. Da. Vor allem hier regnet es ja auch, aber ich habe ja nicht vor, mit Feuer anzugreifen. Also, YOLO. Nicht sterben, Flamara. Boah, das war ein Crit. Sagen, der Damage, ey. Ist ja eklig. Okay, GG. Da haben wir gewonnen. Geil. So, dann wieder hier hoch. Ja. So, steig mal kurz ab. Also, wir gehen wieder nach links. Oder soll ich nach rechts? Ist das egal? Nestball. Hier gibt es irgendwie vier Wege. Ah, da ist die Trainerin. Ah, ich glaube, das ist nur der Rückweg, oder? Ibitak. Ja, das Problem hatten wir ja eben schon. Ich flieh mal. Flucht gescheitert. Ah, jetzt werde ich bestraft. Ja, dann müssen wir halt doch kämpfen. Sagte er und drückte auf Flucht. Okay. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Dann nehmen wir jetzt
jetzt wieder den linken Weg. Zack. Und gehen hier aber dann da lang, nach rechts. Und hier spaltet sich das. Okay, dann gibt es nur die drei. Da waren wir überall. Alles klar. So, hast du ein bisschen bessere Pogis? Gastella, naja, das geht ja zumindest. Das ist ja jetzt nicht ganz so schlecht. Bin ich schon mal besser als ein komisches Radfratz, ehrlich gesagt. Ciao! Du. Slimer, okay. Slimog, mit Slimog wärst du schon wieder ziemlich krass gewesen, ne? Slimar ist nur so, schauen wir mal. Aber ist ein One-Hit. Gut. Da. So, dann kümmern wir uns jetzt um hier unten die ganzen Leute. Ja, da ist schon noch... wartet mal. Das könnte... Jawohl. Die 71. Na, willst du nicht, oder was? Schon sagen. Lass mal kämpfen, junge Frau. Du. Rettern. Warum hast du keinen Arbok? Und dann hast du vor allem nur einen Rettern. Nicht mal noch was Zweites oder so. Gut, Bedroher ist doch Shit. Das ist natürlich sehr schön. Das wird mich vernichten. Ja, mein Angriff ist halt hinüber. Ja gut, dann heile ich mich halt wieder, ne? Dann kill mich halt nicht. Hast du Pech. Stark davon ausgegangen, dass wir sterben, aber nö. Leider nein. Was heißt leider, aber... traurig. Ich hatte kaum noch Leben. Aber naja, dann halt nicht. Wer waren das schon alle? Sehr traurig. Ja, ihr habt ja einen Angriffsplus rumliegen, Leute. So. Na, willst du bei Team Skull mitmachen? Wart mal, das ist doch ein Zed-Kraftring. Ey, was geht ab? Bist du auf Inselwanderschaft oder was? Oder warte, jetzt hab ich's geschnallt. Du willst uns nur dissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Du glaubst doch nicht etwa, du kannst hier einfach so aufkreuzen und uns runtermachen. Oh fuck. Doppelkampf ist jetzt blöd. Meine ersten beiden Pokis sind am Arsch. Ach nee. Chillt mal, ey. Ich wollte das gar nicht auslösen. Ich wollte noch dahinter. Boah. Okay. Ah nee, Arboretos ist vorne. Ich dachte Wolverock. Okay. Dann ist ja nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Der Petu ist sogar der schnellste. Nice. Direkt einer down. So, du hast wahrscheinlich Käferstahl, ne? Ja, schauen wir mal, was das abzieht. Da. Jetzt auf einmal sind wir langsam. What the fuck? Achso, meine Init wurde ja gesenkt, ne? Ja, macht Sinn. Gut, ohne Verlust geschafft. So muss das.
Starke Trainer kann ich nicht ab. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Hey Junge. Bester Char im Game. Du siehst so aus, als wolltest du hier rein. Bist du dir da ganz sicher? Bereite dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihn bei oder fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt? Das hab ich. Du wirst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat so seine Gründe. Hier, ich öffne dir die Tür. Und keine Sorge, du solltest es nicht. Solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Danke, danke. Ah, du bist wie immer gut drauf, Junge. So. Hier geht die Luzi also ab. Jo, check mal diese Pfeife da aus, Bro. What's up? Das stört voll unseren Flow. Lass den Knirps im Regen stehen. Wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du die jetzt extra aus dem Weg räumen? Um den Balk eins überzuziehen? Da hast du recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du da draußen gerne versauern. Ach, sie sind so nett wie eh und je. Ja? Yay, 72 Herrscher-Sticker. Rotom nicht pennen. So, ey, das wird hier alles vorweggenommen. Ich war draußen noch gar nicht fertig. Wie geht denn das jetzt? Wie bist denn du hierher gekommen? Ja, durch den Zaun, Junge, ne? Knallhart. Hohe CPU-Auslastung. Bei einer Aufnahme? Was ist denn da los? Warum hab ich denn jetzt hohe CPU-Auslastung? Okay. Macht mir mal keine Angst, ey. So, Eishieb. Ich hoffe, die Aufnahme ist safe. Vor allem, weil sie jetzt schon so lang ist. Das alles nochmal machen wäre jetzt nicht so cool. Aber es nimmt doch ganz normal auf. Was habt ihr denn? So. Warum hatte der nur Weberack? Wäre ich doch bloß nicht so auf die Barrikaden gegangen. Naja, vielleicht kann es ja dein Kumpel besser. Der Peto macht heute alle. Jetzt steht das nicht mehr da mit der CPU-Auslastung. Vielleicht hat der Rechner einfach gerade seine Tage. Hat er in letzter Zeit ja öfter. Der hängt sich jetzt einmal die Woche ungefähr auf. Das ist voll scheiße. Der will mir wohl leider mitteilen, dass seine Zeit so langsam abläuft. Nach 5 Jahren verstehe ich es aber auch. Aber ein neuer Rechner ist halt scheiße teuer. Vor allem, wenn man dann sich einmal einen holt, dann will man natürlich auch einen guten. Die sind ja mittlerweile... Boah, die Preise, ey. Kannst du dir ein Auto kaufen. So. Und 41 für den Pedro, der heute einen sehr guten Job macht. Will einfach nicht sterben, der Junge, ne? Jetzt schalt aber mal einen Gang zurück. Ohne Barrikade sind wir doch bloß Fassade. Ihr seid so schlecht, ey. Ihr seid so schlecht. So, was ist noch auf der anderen Seite? Ist da noch ein Sticker oder so? Da im Center ist einer, muss ich mir merken. Ah ne, aber ein Ball. Ein Topschutz. Yay. Yeah. Also, da ist einer, den nehmen wir beim nächsten Mal mit. Keine Sorge, Rotom, alles bestens. So, hier hinten, was geht hier noch? Außer ein paar Bären. Ich habe auch das Gefühl, wir haben irgendwie Trainer geskippt. Das waren zu wenige. War das nicht mal mehr? Schon wieder Ibitak, scheiße.
Jetzt wird der Petu langsam doch mal verlieren, ey. Sieht ganz schlimm aus. Wie er immer noch lebt. The fuck? Er macht einfach alle platt. Braver Junge. Gut, hier ist nichts. Eine Beere. Und noch eine Yonaku-Beere. Yonaku ist gut. Hab ich auch bald 900 Stück. Bin ich gerade immer fleißig am Anbauen. Zusammen mit den EV-Bären. Und da hole ich mir auch jeden Tag den Haufen auf Route 10 ab. Damit ich auch alle bekomme. Ja, das ist echt gut. Das kann man ruhig machen. Würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr online kämpfen wollt, müsst ihr ja EV-Training machen. Und ja, die Bären gibt's auf Route 10. Beim Feuerwehrmann. Bei der Frau, die einem heilt. Daneben ist das ja. Aber da waren wir schon, also müsstet ihr das eigentlich kennen. So. Also nochmal gucken. Ist hier keiner mehr? Haben wir euch alle besiegt, ja? Das waren ja auch nur zwei oder so. Ja, tatsächlich. Okay. Fliegen wir zum Abschluss noch zum guten alten Heinrich, würde ich sagen. Mal sehen, was der mir jetzt gibt. Hole ich mir dann wieder ein Synchro-Pokémon. Und schnapp mir das natürlich, was er mir gibt jetzt. Oh, mit dem richtigen Wesen. Jo. Das heißt, ich speichere an der Stelle. Und guck mal, was jetzt passiert. 72 Herrscher. Toketemaru. Das heißt, das ist ein neuer Dex-Eintrag schon wieder. Okay. 42% noch. Elektrostahl war es. Spitzname nehmen. In mein Team. So. Pokémon mit Item verschicken. Das mit den Item nervt mich irgendwie. So, dass die das immer fragen. Toketemaru. Ja, da kriegt man echt nicht jeden Herrscher. Ist aber auch komisch. Zeig mal. Bericht. So, du hast Robustheit. Spezialangriff ist rot, Verteidigung ist blau, mild. Wir brauchen aber, ich schätze mal, wir brauchen hart. Ich glaube, wir brauchen hart. Sieht so aus, 84er Angriff, jo. Hart oder froh? Erscheint hart. Okay, Leute, das werde ich resetten. Und dann geht's beim nächsten Mal mit Team Skull weiter. Ciao!